Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Oxmas Style 2, zu einem weiteren Bonusvideo. Ja. Wieder mal in Bezug zu, ihr hört ihn schon. Genau. Ja, hat seinen Einsatz verpasst, viel zu früh. Verdammt. Nochmal anfangen. Hallo Leute, nein. Also, Endlosmodus. Die zweite Variante, die man hier noch spielen kann, nach der erhöhten Schwierigkeit. Wir erklären euch gleich, wie das funktioniert. Aber da das Ganze eine ganze Ecke schwieriger ist als das normale, brauchen wir ein bisschen Vorbereitung. Das heißt, wir gehen mal ins Zauberbuch. Genau. Und Schädel zurückerstatten. So, ich habe 150. Du auch? Ich habe 145. Hey! Okay. Und dann schauen wir mal. Unsere genau. Ausrüstung. Natürlich zuerst mal. Zepter der Beherrschung bei mir. Also man wird einige Sachen wiedererkennen, so wie wir es auch im Spiel gemacht haben. Dass ich mich jetzt wieder mit den Teerfallen darum kümmere, dass die Gegner verlangsamt werden. Aber ein paar Sachen werden wir dann doch schon variieren. Genau. Und schon kurz abgesprochen. So, also wir haben jeder 6 Plätze, ist klar. Wie auch sonst. Dann Bogenschützen. Mhm. Ich nehme dazu dann noch den Elektrobrutzler, den wir jetzt auch freigeschaltet haben. Für mich wird es dann als neues den Verwandlungsring geben. Der verwandelt Gegner, also aus Ogre werden Kobolde oder auch Orks oder was auch immer. Oder aus kleinen, tollen Kobolden werden Riesen-Ogre, die gepanzert sind. Oder Feuer-Ogre oder was auch immer. Ja, da kann man schon mal Pech haben. Ja. Außerdem haben wir Chance auf Hühnchen. Lecker. Ja, Hühnchen ist ein Gegner, der nur einen Schlag aushält. Und das ist also möglich. Das wäre das Ideale. So, was habe ich denn jetzt hier noch? Ich hoffe, wir haben genug Schädel für alles. Ja, ich habe jetzt extra mal ein bisschen vorsichtiger verteilt, damit ich halt alles ein bisschen verbessern kann. Aber sieht eigentlich ganz gut aus, als könnte ich fast alles so verbessern, wie ich es haben möchte. Was habe ich noch? Die Shotgun habe ich, die Teerfallen habe ich. Klingenwand kann ich noch einmal verbessern. Ist, glaube ich, sogar sinnvoll. Oder den Brutzler. Ich glaube, ich verbessere lieber nochmal den Brutzler. Für 15 Schädel, mein Gott. Mir fehlt irgendwie noch eins. Was habe ich denn vergessen? Ach, das Ebenenportal. Genau, die Flammenarmschienen nehme ich jetzt. Kosten weniger Mana und verbrennen die Ziele länger. Och, schön. So. Gut, ich konnte nicht alles perfekt upgraden, aber es fehlt nicht mehr viel. Ja, gut. Perfekt kann ich auch nichts upgraden. So, nee, ich denke, ich bin dann fertig. Ja, ich bin auch sofort soweit, denke ich. Ich glaube, ich kann meine Klingenwand doch jetzt maximal nochmal aufleveln. Na, dann mach das doch. Wenn ich sie finden würde. Ah, da sind sie doch. Nein, doch, kann ich wohl, sehr schön. Ich habe nur 3 Köpfe übrig. Schade. Aber so bei mir sind es noch 0. So, okay. Also, wir haben uns für die versteckte Schlucht entschieden. Genau. Also, ein Level, was ihr schon mal gesehen habt. Aber jetzt mit jedem erdenklichen Gegner. Ja, und dazu kommt noch, es sind jetzt nicht 6 Wellen oder wie viele es damals waren, sondern es sind jetzt ein paar mehr. Richtig. Also schauen wir mal kurz. Kommen genau. Die Gegner? Alles. Alle Gegner. Im Endlosmodus wirst du von allen möglichen Gegnern konfrontiert. Das ist so die schön. Die auch nach jeder Welle stärker werden. Also Gegner, die mehr Leben bekommen. Super Sache. Level 40 oder Welle 40 ist unser Ziel. Dann gibt es 5 Punkte. Also 5 Schädel. Mhm. Quasi eine perfekte Wertung. Und was gibt es noch zusätzlich? Es gibt, glaube ich, immer noch die, bin mir ziemlich sicher, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass nach ein paar Wellen dann eben eine Verschnaufpause eintritt. Da können wir alles verkaufen und dann direkt wieder neu bauen. Mehr, die wir irgendwie einhalten müssten. Ja, das ist schon mal sehr viel wert. Und ansonsten gibt es noch einen großen, goldenen, gepanzerten Ogre, der nennt sich Herr Geldsack. Wenn wir den umbringen, dann kriegen wir eine ordentliche Geldbelohnung. Sollte der durchkommen, verlieren wir keine Spaltpunkte. Das Vieh ist riesig, hat unglaublich viel Lebenspunkte, ist hardcore gepanzert, also Spaß, Spaß, Spaß. Den werde ich nicht versuchen zu verwandeln, denn nachher klappt es noch und dann wäre es nicht so schön, denn nee. Dann kriegen wir ja kein Geld mehr. Richtig. Davon. So, ich überlege gerade. Bräuchtest du jetzt schon am Anfang Unterstützung in der Luft oder
Ich Soll ich mich erstmal auf den Boden? glaube noch nicht. Also, obwohl dann die zwei Teile dahin zu stellen ist, also oben sind ja zwei Möglichkeiten. Ja, nur Ist die ja noch kosten halt 1000 festgestellt pro schon. Stück, das ist das Problem. Aber brauchst du nicht. Nee, nee, mach später. Okay. Später, später. Gut. Wir haben ja noch ein paar Bogenschützen am Anfang. Richtig. Also, unser Plan hier natürlich wie immer alles vollhauen. Schön mit allen möglichen Fallen. Und hier hinten dann Ebenenportale. Die teleportieren die Gegner wieder zum Anfang. Das ist Ne? auch. Damit sie dann das Ganze noch ein zweites Mal durchleben. Möglichst nicht sterben. Ja. Ja, ich gebe mir Mühe. Weil, also das ist nicht so schlimm von wegen den Schädeln, aber wir verlieren natürlich Spaltpunkte und sobald die Spaltpunkte 0 erreicht haben, ist das dann das ganze Level beendet. Ja. Muss also muss nicht unbedingt sein. Nee, 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 nee. Also sollen wir hier anfangen erstmal, okay. Genau. Schön abwechselnd. Zuzu hat ja seine Klingenwände, die machen sehr viel mehr Schaden als meine Säurewände, aber gehen Ach halt du. einfach nicht so weit. Ich glaube, in der ersten Runde werde ich noch keine Wandklinge machen. Ich werde mich jetzt erstmal auf das Verlangsamen konzentrieren. Ja, Ich komme gleich nochmal rüber zu auf der anderen dir. Seite noch ein Genau. bisschen. Und Glaub dann. mir, sollten wir es schaffen, den Herrn Geldsack immer schön umzunieten, dann sollten wir keine Geldprobleme haben. Ich habe in diesem Level 40 schon mal erreicht, allerdings im Einzelspielermodus. Und hatte dann am Ende Probleme, Plätze zu finden, wo ich Fallen platzieren konnte. Ich finde, das ist aber auch einfach ein perfektes Level für sowas, weil es hier einfach so viele Möglichkeiten gibt, Fallen hinzubauen. Finde ich gut. Ja, das habe ich auch gedacht, bis es dann irgendwann voll wurde. Okay, gut. Aber ich Also. glaube, dann werde ich am Ende einfach die Ebenenportale hier hinten noch verteilen, weil die kosten 1200 und damit kann man gut Ei. sein Geld Ja, genau. Und loswerden. vor allem haben wir dann auch direkt dann 6, 8 Stück hintereinander oder so. Und da haben wir Ja. erstmal Lebensversicherung. Da kommt dann, denke ich, auch nichts mehr durch. Da müssen wir uns nur auf die Fluggegner konzentrieren. Ja. Gut. Gut. Kann's losgehen? Ich bin bereit. Welle Nummer 1. Sollte ja noch nicht so schlimm werden. Ich hoffe es. Noch ein kleiner Hinweis: Wenn Orks von Feinden getötet werden, dann kriegen wir mehr Geld. Also gerade am Anfang wäre es ganz gut, Ach wenn so. wir ein bisschen die Fallen mithelfen lassen. Ja, fliegen sie! Die Orks. Schweine. Oh, da ist das Oh, Spiel. oh, oh. Guter Was Anfang. hast du denn da gemacht? Das ist einfach, ich habe da nur alles explodieren sehen. Na, ich bin reingerannt und hab meine Attacke gemacht. Ach so. Perfekt. So, mal kurz hingebaut. Ach so, jetzt kommen wir von der anderen Seite, alles klar. Ja, am Anfang haben wir hier noch ein bisschen Unterstützung von unseren Getreuen. Ich kann ja mal den Verwandlungsring zeigen. Also wir haben hier einen Gerne. Ork. Oh, verdammt, nicht getroffen. Und jetzt haben wir ein Geldstück. Hey, cool. Perfekt. Da, Hühnchen. Da ist es. Das Hühnchen. Das Hühnchen gefällt mir. Aus dem Weg. Außerdem, was passiert, wenn ich Rechtsklick mache? Hoch. Tötet sie alle. Bist du das jetzt? Ja. Okay. Man kann das noch upgraden, dann wird man ein Feuerogre oder ein Eisogre. Nicht schlecht. Kostet allerdings Mana während der Zeit. Ja gut, man kann ja alles haben. Ist aber gut, um sich zu retten vom Leben her, weil man kriegt ziemlich viel Leben dabei. Ach, hör auf hier. Triff mich doch nicht hier mit deinem blöden Pfeil. So eine Granate da rein. Na, Hühnchen. Gerade jetzt am Anfang, wo ich noch genug Mana habe für sowas. Oh, Ja, da ist, genau. kommen die Ah, da kommen die ersten Fluggegner, Gegner. ja. Aber ich glaube, die Bogenschützen kümmern sich schon darum. Oder sie versuchen Ja, zumindest. naja, die sterben eher. Ja, gut. Wie bereits erwähnt, man kann nicht alles haben, ne? Na, ich kümmere mich wieder um die Fluggegner. Sehr vorbildlich. Ey, boah, die ganzen Bogen. Armbrustschützen der Gegner, der geht mir gerade ein bisschen auf den Keks. Da muss ich ja schon mal sagen. Au, ja. Bin mich auch noch getroffen. Ich gehe mal auf die andere Seite, weil ich da komme jetzt, glaube ich, ein bisschen was. Was passiert, wenn ich die mal versuche zu verzaubern? Ach, man müsste auch treffen. Fliegende Hühnchen! Stimmt, das wäre mal nicht schlecht. Das wäre ein cooles Gimmick. Ja. Fliegende. Coole Idee eigentlich. So. Okay, ich glaube, die Seite hier ist schon ziemlich gut. Gleich kommen noch meine Klingen. Ja, wenn deine Klingpfeile dann noch dabei sind, dann sollte das schon. Ja. Ah, Befehl 6 Dings für der Fall. Ja,
Ja, dann knall dir noch schnell einen ab hier. Ja, genau, komm. Irgendeiner muss sterben. Dankeschön. So. Okay. Hündchen! Ah, jetzt kommen die kleinen, schnellen, blöden Ach, Viecher. Verdammt, da oben sind Fluggegner. Kann ich das denn nicht machen? Kannst du dich bei Bedarf wieder zurückverwandeln oder ist das für eine Ja. bestimmte Zeit? Okay, das ist schon mal sehr viel wert. Schöne Kombo. Ja, vor allem, ich glaube, sobald die Klingenwände auch da sind, kriegen wir auch einfach mehr Geld. Weil dann Ja, natürlich mehr es wäre Feinde ganz durch. cool, wenn du die Elektrobolzer dann hier schon mal oben aufstellen könntest. Ja, ich glaube natürlich unten haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten, die auch ein bisschen zu unterstützen, die Fallen. Deswegen, ich weiß jetzt gerade noch nicht genau, worauf ich jetzt mehr Wert legen soll. Anti-Aircraft oder eher Anti-Infanterie? Naja, zumindest die beiden da vorne, die wären ganz cool. Ja. Aber ich schätze mal gleich ist eh eine Verschnaufspause. Da kriegen wir eh wieder ein bisschen Geld. Ja, Bogenschütze ist gefallen, das Ja, Übliche. genau. Ich fall auch wie Es die müsste auch Fliegen. demnächst, glaube ich, Herr Gelzer kommen. Also, oh, ich habe gerade wenig Leben, merke ich gerade. So, das Okay, sind jetzt ich habe leider nicht genug Geld. Ich die kann erste höchstens eine. Verschnaufpause. Soll ich mein Geld sparen oder soll ich schon mal eine Klingenfalle irgendwo hinbauen? Verkauf doch ein bisschen was von den Teerfallen, um zumindest einen Elektrobrutzler oben hinzubauen. Ja, okay. So. Der würde schon mal helfen. So. Ansonsten, Genau ich baue mal ein paar. Oh, baue mal ein paar Bogenschützen. Genau, Ich bauen wir ein erschaffe paar. mal ein paar Bogenschützen. Also sag ich beim Strategiespiel auch immer, ja, ich muss auch ein paar Soldaten bauen. Ja. Ach, so schön, dass man sich nicht beeilen muss, ja. Ja, stimmt. Was mache ich mir hier überhaupt für einen Stress? Brauchst du gar nicht. So, schauen wir mal. Ich glaube jetzt, ich weiß nicht, ob Welle 10 oder Welle 5 Herr Geldsack kommt, aber das werden wir ja dann sehen. Genau. Ja. Ah, das ist Nee, natürlich, das Kleinvieh. war so klar, dass sie von der anderen Seite kommen, ne? Immer. 50%ige Chance, immer die falsche Option wählen. So muss das sein. Kannst du den Herr Gelsack eigentlich auch mit deinem Ablenkungszauber? Nee, das funktioniert nicht. Schade. So können wir natürlich noch Zeit gewinnen, ne? Aber Herr Gelsack finde ich einfach ein cooler Name. Sehr kreativ. Dagobert Ork. Genau. Nee, Ogre. Ogre Dagobert. Komme. Och, Erdelementare. Wie schön. Was? Erdbeerelementare? Lecker! Das ist ja auch ein sehr komisches Element. Naja. Es gibt ja das Element der Überraschung. Das ist auch ein sehr merkwürdiges Element. So. Aber Erdbeerelementare habe ich auch noch nicht gehört. Ist mir In neu. allen Geschmacksrichtungen. So. Feige wie ich bin, habe ich einfach in den Rücken geschossen. So, okay, sehr schön. Ich kann oben gerade mal noch fix den zweiten Brutzer hinbauen. Okay. So, okay, jetzt habe Und ich auch sowas hier zwei. so ein bisschen, so Lebenstränke und Mana-Tränke, die können wir ruhig hier ein bisschen bunkern. Die Ja, bleiben ja klar. ewig. Eben. Die helfen garantiert noch. Gehe ich auch mal von aus. So, Freunde, nach wo bleibt ihr? Ja, schon wieder die falsche Seite ausgesucht. Ich glaub's nicht. Die kommen eh in jeder Seite, ne? Aber das glaube ich zumindest. Ja. Oh, Oger, hallo. Herr von und zu, Oger? Hey, ich bin viel besserer Oger als du. Ich bin auch größer. Naja, egal. Och, jetzt komme ich hier hin und so. Ist hier die ganze Party schon wieder vorbei. Hervorragend. Ach, der ist doch gleich tot. So, geht doch. So, jetzt kommen wir alles auf der Seite. Also, egal wo du es machst, es sollte funktionieren. So, Troll. Nee, weg, hä? Was? Ach nee, der ist. Ach. Da hinten hat er sich versteckt. So, jetzt ist er ein Ork. Das kostet natürlich quasi auch Geld, Ja, weil klar, weil die die dann kriegen weniger ja das hergeben. Geld dann nicht, aber ist doch. Oh, Herr Geldsack. Ach so, das ist das Geräusch. Das ist das Was ist Geräusch das denn? dafür, ja. Wo? Da links. Okay. Warum kann ich da nichts hinbauen? Ach so. Ah. Also alles volle Kanne drauf. Ich gebe mir Mühe. Komm. Okay, die Falle war schon mal ziemlich gut. Ja, also das hat wirklich viel gebracht. So, schnapp dir die Münze. Perfekt. Gut. Oh, Dann ist das kannst du jetzt auch ein schön. paar Wandfallen machen, Genau, oder? ja. So. Jetzt gibt's das Feines. Dann kann ich auch noch eine hinbauen.
Oh, komm, ich will noch einen Geldsack haben. Ja, damit. Die kommen noch, die kommen noch. Kommen wahrscheinlich noch mehr als genug, oder? Vor allem, wenn wir bedenken, wir sind jetzt erst Welle 6. Was wird da noch. Das Level wird einfach nur eine einzelne große Falle sein. Ja, dann ist auch ein bisschen dumm von den Viechern da immer noch durchzuhören. Ja, gut, was sollen sie machen? Ja. Okay, aufgeben könnten sie aber. Ah, das passt nicht.